Hallo, heute präsentiere ich das Katana des japanischen Kriegsgottes mit einer schönen Transporttasche mit japanischen Schriftzeichen drauf. Schlicht gehalten, Holzsaya, diese ist schwarz Hochglanz lackiert. Dann haben wir hier noch eine schöne massive Saya-Wicklung. Die Tsuka auch schlicht gehalten mit einer Baumwollwickelung. Darunter haben wir die typische genoppte Rochenhaut, damit die Wicklung nicht verschiebt. Ja, schön schlicht gehalten, was ja auch in Japan immer wirklich üblich ist. Da gab es nichts Buntes, die Sachen waren sehr, sehr schlicht. Die Tsuba ist auch wirklich sehr schlicht und spartanisch gehalten. Bilder kommen in dem Video nachher noch. So, dann holen wir es mal raus. Wir öffnen es mal. Ja, und Sie haben es schon gesehen, das Highlight ist natürlich die Gravur auf der Klinge des japanischen Kriegsgottes. Und das macht dieses Schwert natürlich aus, die Gravur. Wir haben hier eine 1095er Kohlenstoffstahlklinge mit einem Honsan-Mai-Klingenaufbau. Der Honsan-Mai-Klingenaufbau beweist, dass es sich um ein echtes Katana handelt. Bei einem Honsan-Mai-Klingenaufbau schimmert durch die Klinge nochmal eine ganz feine Linie durch. Daran erkennt man einen Honsan-Mai-Klingenaufbau. Selbstverständlich hat dieses Schwert auch eine echte Hammon, eine echte Härtelinie. Man sieht hier, wie an der Schneide diese Welle lang geht. Die Tsuba massiv aus Eisen. Kashira ist auf jeden Fall Guss, würde ich sagen. Ja, und wie gesagt, mit dieser wundervollen Gravur. Keine Ätzung, ist eine Gravur. Selbstverständlich haben wir bei diesem Katana ein Zertifikat dabei. Hergestellt wird dieses Katana in China. Nur so ist ein so günstiger Preis möglich. Wenn so ein Schwert in Japan produziert würde, dann wäre der Preis bei 13, 14, 15.000 Euro. Und der chinesische Schmied arbeitet natürlich dort deutlich günstiger. So, die Daten nochmal. Wie gesagt, eine Honsan-Mai-Klinge. Die Gesamtlänge ist 101,5 cm von der Klingenspitze bis zum Ende gemessen, also ohne die Saya. Von der Klingenspitze bis zur Tsuba haben wir 72,5 cm. Der Griff im japanischen Tsuka haben wir eine Länge von 28,5. Gewicht war 1,1 Kilogramm. Nochmal das Zertifikat. Und man kann schon sagen, auf dem Katana-Markt Gravuren äußerst selten. Also von 100 Schwertern hat maximal eins eine echte Gravur. Und das ist wirklich, wie sagt man so schön, ein Eyecatcher. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Ihr Silvio Overlach. Tschüss!